Adder, Adair. Kriegt Überleben und mehr Athletik. Kraftschlag. Greift einen Gegner mit einem starken Nahkampfangriff an, fügt hohen Schaden und betäubt den Feind hinter den Gegner, werden taumelnd und erhalten reinen Schaden. Das ist nicht schlecht. Der Kämpfer lässt sich nicht besiegen. Wenn der Kämpfer das Bewusstsein verliert, steht er mit teilweise geheilter Gesundheit wieder auf. Außerdem erhält er vorübergehend Boni auf eine Verteidigung und Rüstungswerte. Das ist nicht schlecht. Verleiht Waffen aus dem Waffenschwerpunkt des Kämpfers einen Schadensbonus. Ja, das klingt auch nicht schlecht. Dann nehmen wir erstmal das passive Zeug, Edda. Edair. So, Alof. Geschichte, Athletik erstmal. Da nicht unbedingt was. Das ist ein Spiegelbild vom Zaubernden. Ah ja. Das wäre eine Idee, aber das hat alle auf dem Zauberbuch drin. Wenn diese Wand durchdringen oder drin stehen, verliert Zeit ans Verlieren. Zeit von einseitig begrenzten positiven Schlafeffekten. Nö. Opfer vorübergehend arkane Kraft für Kampfkraft. Der Zauber hält Boni auf Abwehr und Genauigkeit. Bla bla bla. Kann jedoch keine Zaubersprüche wirken. Na. Todesbolzen klingt gut. Chaoskugel. Die auf jeden Fall. Beschwört einen mächtigen Kampfstab, der die Abwehr erhöht und Feinde bei einem erfolgreichen Angriff wegstößt und Truppe zurücklässt. Ah, nö. Verzögerter Feuerball. Dass es den gibt, den kenne ich aus Baldur's Gate. Den verzögerten, also den zeitlich verzögerten Feuerball. Mhm. Ja, wieder ein Haufen Gefäßfleisch. Was ist mit euch Vampiren? Waghalsige Brigantine. Hm. Der Boden hier wurde vor kurzem aufgewühlt. Ach, das Siegel der Atropie. That it true. How may I help? Lava room beyond seek. Au. Lava room beyond seek. Das heißt, egal was ich dem Ding entgegenschleudere. Okay. What now? I shall be discreet. Wüsste ich nicht genau, dass dieses Ding nicht auch mir Schaden machen würde, würde ich es viel öfter einsetzen. Das ist nämlich eigentlich recht cool. Oh, Schiffszwieper, wie lecker. Ich muss mal gucken, dass ich Schriftrollen noch verkaufe. Das sind schön viele Silbernusken. Hm? Ich frage mich jetzt, ob das eine der Inseln war, die ich für den Kartografen kartografieren sollte. Zwei Hände und noch mehr Silber.
Ja, das war schon wieder hier. Inselname Vampirheim. Wie habe ich eigentlich die beiden Inseln hier genannt gehabt? Grimnua. Ach ja, und Ketar. So, mal kurz gucken. Ja, auf einer sumpfigen Insel im Südosten von Nekataka bin ich auf eine Gruft mit unzähligen feindlichen Schiffen gestoßen. Mit unzähligen feindlichen Schiffen, okay. Das ist wieder mal ein toller Übersetzungsfehler, denke ich mal. Ein Krummsporn-Kapitän, also ein... einer von den bösen Sklavenhändlern. Und wir haben Tikawara erreicht. Oh, hier ist noch eine Turmruine. Ich habe das Wasser auf der Insel vergessen. Schriftrolle, Flintstein, Peridot, Schriftrolle. Und wir gehen weiter. Hier gibt es jedenfalls wieder Obst. Sehr viel sogar. Und was hat das Lager doch hier? Medizinische Vorräte, ja gut, die können wir gebrauchen. So, ich wollte die Insel mal umsegeln und noch gucken, was es um die Insel herum gibt. Da ist ein Sturm. Okay, der Sturm zieht ab. Ich habe keine Lust mehr, in solche Stürme zu segeln. Wenn es geht, versuche ich sie immer zum Segeln, wenn ich sie sehe. Das erste Mal wusste ich halt nicht, dass das ein Sturm ist und dass es keine gute Idee ist, da rein zu segeln. Also ja, ich habe mir gedacht, dass es die Gewitterfront oder so ist. Aber ich dachte, das wäre halt irgendein Event. Es war auch ein Event, aber kein... schönes. Schon wieder klopfen. Ein unerwartet kalter Wind heute über das sächsische Schiff und selbst nach mehreren Stunden nicht nach. Er lenkt den Knopf klein an die Tür, da er Kajüter. Sein Tritt ist erbleibend und auf seiner Stirn sind Schweißtropfen zu sehen. Verzeiht, Captain, aber das ist ein böser Wind, den unser Radar geschickt hat. Wir sind zu lange gesegelt, ohne ihr Tribut zu zollen. Wir sind... Sie wollen uns bestimmt für strafen, wenn wir uns nicht geben, wenn wir ihr nicht geben, was ihr zusteht. Er knallt den Kopf in Richtung der Luke und fordert dich auf, ihm an Deck zu folgen. Ja, gut. Feierlich 1000 Kupferstücke über Bord werfen. Ich denke, wir können etwas für die Dame des Wehklagens entbehren. Du gehst mit einer Truhe Münzen an Deck und versammelst die Mannschaft, die herum, als du am Rand des Schiffes stehst.
Du rufst kurz Ondra und gibst das Geld dann über Bord. Deine Besatzung nickt und singt ein kurzes Seemannslied, das Ondras Nase preist. Als sie zurück an die Arbeit gehen, dankt dir, Altengrim, dass du die Götter geehrt hast. 1000 Kupferstücke, aber dafür 5 Moral. Am nächsten Tag haben die Winde nachgelassen und die Mannschaft ist froh, dass die Dame der Wehklage anscheinend durch dein Opfer besänftigt worden ist. Nochmal 5 Moral, die ich gerade nicht brauche. Ich bin doch auf 100. Ein Pestschiff. Ha. Am Horizont taucht ein Schiff auf. Die Segel sind aufgerollt und das Schiff kränkt auf dem Meer. Pestschiff, brüllt Giodo, der Rothaarige vom Fogmast. Er deutet nach oben auf die grüne Flagge, die im Hauptmast des Schiffes müde im Wind flattert. Beodon beugt sich zu ihr herüber. Wir sind besser vorsichtig, Kapitän. Was auch immer diese Armseen erwischt hat, wir können es uns ebenfalls einfangen. Allerdings könnte sich auch etwas Loses an Bord befinden, überlegt Irena. Die Mannschaft wirft dir verstohlene Blicke zu, begierig darauf herauszufinden, was du zu Gedenken tust. Ja, selbst ohne Fernrohr erkennst du, dass sich an Deck ein paar Seeleute bewegen, die noch am Leben sind. In Ordnung, steuert längsseits. Die Mannschaft steuert dein Schiff neben das Pestschiff. Matrosen und Kapitän wirken schockiert und ängstlich. Bei Hylidas Gnade ruft der Kapitän mit trauriger Stimme aus. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, dass jemand uns zu Hilfe kommt. Die Matrosen bemühen sich eine straffe Haltung, doch ihr Schwanken verrät die Krankheit, die sie alle erwischt zu haben scheint. Was plagt deine Leute? Wir können nur sehr begrenzt Hilfe leisten. Wir haben keine Vorräte für die nötige Behandlung. Das Schiff ändert und plündert. In diesem Zustand sind sie wehrlos. Nehmt alles mit, was ihr in die Finger bekommt. Hier können wir nichts mehr machen. Halten wir uns von ihnen fern und machen uns auf den Weg. Was plagt ihr, Leute? Das ist der Seemannshusten, sagte Kapitän reumütig. Bisher ist daran noch niemand gestorben. Wir können gerade wegschauen. Aber die Krankheit hat uns alle Kraft, die sich rasch unter der Mannschaft verbreitet. Wir können nur sehr begrenzt Hilfe leisten. Wir haben keine Vorräte für die nötige Behandlung. Entmutigt sacken die völlig erschöpften Seeleute des Pestschiffs sie sich zusammen. Der Kapitän senkt den Kopf, nickt jedoch. Ich verstehe, murmelt er, seine Stimme schwer von Enttäuschung und Verzweiflung. Hier können wir nichts mehr machen, halten wir uns von ihm fern und machen uns auf den Weg. Irena zuckt mit den Schultern und seufzt, doch Biondo nickt zustimmt. Wir haben eine weise Entscheidung, Kapitän. Die Mannschaft steuert um das Pestschiff herum und segelt weiter, bis das den Untergang geweihte Schiff am Horizont verschwindet. Ganz ehrlich, hätten wir was craften können. Hier sicher nicht. Tränke zum Heilen. Gifte und Gegengifte, vielleicht Gegengifte. Sporen des Herumirrens, Pilzgalle. Rasierklimmstaub, verbrennendes Gift, ätzende Sehnessenz. Leuchtender Adra-Trank. Nee. Das ist jetzt schade, dass wir denen nicht helfen konnten. Wir hätten ja Medizin gehabt. Aber anscheinend hilft ihnen nicht gegen die Krankheit. So. Ich würde dann sagen, Tikawara, da wir hier so ein schönes Bereich haben, werde ich dann das hier alles erkunden, wenn wir in Tikawara fertig sind. Beziehungsweise den Rest, der übrig bleibt, wenn wir auch noch Pokokuhara und die anderen beiden Inseln, die wir kartografieren sollten, gefunden haben. Ja, da sinkt die Moral, weil wir nicht mehr genug trinken haben. Aber wenn sie so auf 90 gesunken ist, werde ich das irgendwie aufpeppen müssen. Also besser gesagt gegenwirken müssen und dann gucken, dass ich die Moral immer ein bisschen hochbooste. Wie jetzt gerade eben eigentlich.
Ich hätte aber wirklich auch irgendwann mal nichts gegen ein größeres Schiff einzuwenden. So. Tikawara.